Charles Henry Doe gilt heute als der Begründer der modernen technischen Analyse. Doe hat festgestellt, dass sich Kurse in Trends bewegen. Um dies für einen gesamten Markt sichtbar zu machen, hat Doe 9 Eisenbahngesellschaften, eine Geldtransfergesellschaft und eine Schifffahrtsgesellschaft zusammengefasst zum ersten Index, dem Dow Jones Industrial Index, einem der bedeutendsten Indizes dieser Tage. Außerdem hat Doe festgestellt, dass sich Menschen in gleichen oder ähnlichen Situationen immer gleich oder ähnlich verhalten. Dies hat er dann in Pattern, sogenannten Chartformationen, wiedergefunden und diese begründet. Außerdem definierte er einen Trend als eine Abfolge von steigenden Hochs und steigenden Tiefs als Aufwärtstrend und eine Abfolge von fallenden Hochs und fallenden Tiefs als Abwärtstrend. Die klassische technische Analyse verdanken wir Charles Henry Doe.